Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und ich genieße gerade diese grandiose Aussicht hier. Ich denke, wir haben für unsere Weltraumbasis einen ganz guten Spot erwischt, dieser Asteroid ist grandios. Aber eine kleine Änderung müssen wir machen und zwar hatte ich ja gesagt, dass wir hier im Zentrum eine Werft bauen, sag ich mal, für zum Beispiel unser großes Farmschiff. Das werden wir nicht tun, denn ich habe mal so überlegt, was wir alles in diesem Farmschiff brauchen. Wir brauchen einfach mal schon mal 4 bis 6 Raffinerien in der Kiste. Da kommen wir mit dem Platz, den wir hier drin haben, gar nicht erst hin. Das würde heißen, dass wir die Baustelle erstmal nach draußen verlegen. Dazu werde ich gleich mal das Schiff ein bisschen zur Seite parken, das hier auch. Dann baue ich hier einen kleinen verlängerten Arm raus und da werden wir dann anfangen, unser großes Farming-Schiff zu bauen. Und ich denke mal, wenn wir das hiermit verbinden, dann sollten wir auch keine Probleme haben, dass ich das Ding irgendwie fertilisieren möchte oder sonst irgendwas. Ja, nice. Aber wie gesagt, die Aussicht fetzt. Ansonsten ist mir noch eine kleine Sache aufgefallen und zwar haben wir ja hier hinten schon einen Schwerkraftgenerator stehen. Jetzt folgendes. Ich habe die Kiste hier ja auf 0,3G eingestellt und dieses Spiel berücksichtigt tatsächlich die Tatsache, dass sich Gravitationsfelder auch verbinden können. Wie gesagt, hier 0,3. Man achte auf die Anzeige unten rechts. Zack, 1,3G und die Gangart verändert sich auch. Also wenn man springt, springt man nicht mehr so hoch. Hier drüben, nochmal kurz zum Vergleich, springt man ordentlich, also fast das Doppelte an Höhe, ne? Das hängt damit zusammen, dass das Gravitationsfeld von dem Schiff nach vorne hin viel zu weit nach draußen geht. Ist jetzt aber nicht schlimm, das ist Kleinkram. Man sollte das nur im Hinterkopf behalten, falls man echt mal mehrere Schiffe hat, dass sich die Gravitationsfelder nicht überlagern, weil sonst bist du nachher platt wie eine Flunder, würde ich sagen. Okay, ich werde mal kurz die Schiffe umparken und dann fangen wir mit dem Bau an, würde ich sagen. Hm? Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Falls das Ganze nicht reichen würde oder sollte, parken wir das Ding noch ein bisschen weiter weg. Aber ich denke mal, so heftig wird es dann doch nicht. Wobei, das wissen wir ja selber auch nie. So, als nächstes bräuchten wir erstmal ein paar Stahlplatten. Ach so, übrigens, ich habe die ganzen Ressourcen, die wir auf dem großen Schiff hatten, erstmal umgelagert, um einfach mal wieder die olle Kiste ein bisschen aufzuräumen, weil ich überhaupt nicht mehr durchgesehen hatte, wo sich was befindet. Aber jetzt läuft das Ganze wieder. Ansonsten, alle Rohstoffe sind gerade hier drinnen in den Raffinerien zum Verarbeiten. So. Ja, sodass das ganze Zeug irgendwann mal fertig wird. So, ich denke, hier vorne beginnen wir. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Ich würde an dieser Seite ganz gerne die Vorderseite von dem Farmschiff bauen. Das bedeutet, keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Doch, ich gehe nochmal eben 2 Blöcke raus, dann gehen wir ein bisschen zur Seite. Wir werden auch die Einermitte beibehalten, denke ich. Das ist an sich nie verkehrt, haben wir festgestellt. Und jetzt bräuchten wir im Prinzip schon, oh, kurzer Lag, einen Bohrer. Und davon werden wir nicht wenig brauchen. Ich hau mal die Treppen erstmal weg. Ich denke mal, vom Aufwand, vom Bau her wird das so aufwendig wie die Kiste. Nur halt ohne Hydrogen-Part. Das heißt, wir sparen uns eine ganze Menge Platz. Aber dennoch wird das ganz schön aufwendig. So, einmal hier ein Bohrer. Und einmal da ein Bohrer. So, aber jetzt bin ich ja noch nicht fertig. Pass auf, jetzt geht's nämlich weiter. 2 Bohrer sind schön und gut. Aber hier wären doch auch noch welche ganz cool, glaube ich. Ich denke mal, mit dem Dreierabstand sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Hä? Exceed Regulations? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach so. Verdammt, weil das mit der Basis verbunden ist, ne? Kann das sein? Holy shit. Ich teste mal was. Das wird wahrscheinlich gleich alles hier wegfliegen. Okay. Schade, das scheint mit der Verbindung nicht zu funktionieren. Ich mach mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich habe es gerade nochmal ohne Verbindung getestet. Es scheint einfach nicht zu funktionieren. Ja, dann müssen wir ein bisschen kürzer treten. Ist okay. Ich habe gerade sogar wieder ein Design im Kopf. Ich muss allerdings nochmal kurz schneiden. Ich reiße es eben wieder ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ist schade, aber lässt sich nicht vermeiden. Ich wollte eigentlich so ein bisschen eskalieren mit dem Schiff, aber das scheint nicht unbedingt gewollt zu sein. So, wir kümmern uns jetzt wie gesagt erstmal nur rein um den Bohrkopf. Das heißt, wir können anscheinend 3 Bohrer platzieren. Wobei eigentlich müsste mehr gehen, ich verstehe das nicht. Aber lassen wir das einfach mal so im Raum stehen, passt schon. Zack,
Und zack. In der Hoffnung, dass es läuft, aber sollte eigentlich. Ich denke, das so als Bohrkopf ist eine ganz feine Sache. So. Wie gesagt, das ist der vordere Part. Jetzt müssten wir mal schauen, dass wir einfach mal vielleicht ganz stumpf. Oh, die Kiste ein bisschen verlängern. Da oben müssen wir gleich noch wieder was abreißen, aber das ist okay. Denn wir brauchen hier hinten eine ganze Menge Platz für diverse Geschichten. Natürlich soll das Ding auch eine Sauerstoffversorgung haben, hermetisch abgeriegelt sein und. Also alles, was dazu gehört. Und ja, da müssen wir dann mal schauen, dass wir das am besten hier hinbekommen. Und um das zu realisieren, haben wir ja hier oben bei den Bohrern die entsprechenden Ausgänge. Ist das so? Warte mal kurz. Ja, haben sie. Okay, die haben anscheinend in jeder Richtung einen Ausgang. Das ist ideal. Jetzt bräuchte ich nur noch mal ein paar andere Sachen, weil dann können wir gleich schon mal die Förderbänder hinsetzen. Ah, ne, hier muss ich ran. Und zwar war das interne Panzerung, soweit ich weiß. War das jetzt richtig? Ja, ich glaube schon. Die setzen wir einfach hier dran. Ich habe Computer mitgenommen, ne? Ich habe da eben ehrlich gesagt gar nicht drauf geguckt, was ich mitgenommen habe. Ja, natürlich. Oh Mann. So, machen wir das mal so, dann läuft das auch. Wie gesagt, dann haben wir einen Eingang hier. Der andere befindet sich hier. Und der Kollege hat den dann hier oben. Genau, so können wir dann quasi alle Bohrer anschließen. Ich kann auch schon mal die Winkel eigentlich da reinsetzen. Ne? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, zack, ist das ja eigentlich alles kein Thema. Was macht der denn? Okay, dann machen wir das so. Und so, genau. Dann hätten wir schon mal alle angeschlossen. Perfekt. An sich könnten wir auch schon hier die Snivelstücke dran setzen. Dann wissen wir nämlich schon mal, wo wir nachher rauskommen. Nämlich genau da. Und jetzt geht's im Prinzip los mit der Raffineriegeschichte. Dazu wird das nochmal ein bisschen witziger, glaube ich. Denn wir müssten... Ja, jetzt müssen wir gucken. Weil ich möchte dieses Schiff eigentlich nicht unbedingt viel breiter bauen als diese Bohrer. Vielleicht maximal 2 Blöcke nach rechts und nach links und nach oben und nach unten halt. Mehr nicht. Ich sag mal so, wir könnten das schon mal mit einem Block markieren. Denn, ja, jetzt haben wir da oben sogar schon 2. Aber das macht nichts. Ja, denn wie gesagt, ich möchte, wenn wir damit irgendwo längs bohren, einigermaßen fluffig durch den Stein durchgehen. So, und hier unten können wir halt auch noch einen ranmachen. Das sollte dann ungefähr die, ja, die Bohrbreite abdecken, glaube ich. In der Hoffnung, dass wir uns jetzt hier nicht vertun. So, des Weiteren, dieses Mittelding, das können wir nochmal ein bisschen verstärken. Genau. Als nächstes kommen die Raffinerien auf den Plan. Der eigentliche Schwerpunkt von diesem Schiff. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die am schlauesten platzieren. So auf jeden Fall nicht. Aber diesmal möchte ich zumindest darauf achten, dass wir die Upgrade-Anschlüsse freilassen. Und die Anschlüsse hat er jetzt auf der Seite, ne? Jetzt, ach so, ne, warte mal, wir müssen die so rum platzieren. Der verdammte Toggle-Mode, ne? Jetzt bin ich wieder komplett raus. Eigentlich, wieso kann ich das... Ach so, weil wir jetzt die runde Seite auf der Blockebene haben. Nee. Keine Ahnung. Ach so, jetzt weil der Boden da ist. Okay. Dann würde ich die erste Raffinerie da hinsetzen. Und die zweite im Prinzip genau auf die andere Seite. Warte mal. Genau, der müsste dann nämlich so da dran. Ist dem so? Die Anschlüsse sind da. Richtig. Dann belassen wir es erstmal bei diesen beiden. Wird aber nachher noch mehr. Also ich möchte, wie gesagt, mindestens 4 von den Raffinerien da drinnen haben. Weil können wir das nicht schon tun? Die sind ja ein... Ah, warte mal. Die sind ja dann sogar hier drüber verbunden, ne? Ich glaube schon, wir testen das mal. Dann ersparen wir uns vielleicht die ein oder anderen Fließbänder. Jetzt muss ich hier nur noch mal eben gucken, wie das gedreht war. Warte mal. So, glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall symmetrisch aus. Okay. Dann hätten wir das. Wie gesagt, hier an der Außenseite haben wir dann noch Platz für die Upgrades, für die, die wir brauchen. Und ja. Ich denke, das läuft. Vielleicht fangen wir auch schon mal an, so ein bisschen was zusammenzuschweißen, oder? Wohl? Nee, komm. Lassen wir noch. Des Weiteren könnten wir rein theoretisch
Nee, wir belassen das bei den Vieren. Das ist okay. Ich habe gerade überlegt, ob man da noch welche oben draufsetzen könnte. Aber nee, wir lassen das so. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal so ein paar Stahlblöcke. Hier hinten lasse ich direkt frei, weil ich meine, hier ist irgendwo noch ein Anschluss von der Raffinerie. Dann machen wir hier nämlich Schicht im Schacht. Beziehungsweise kümmern uns hier um die Generatorgeschichten. Die Mitte hätte ich so gedacht, könnte man so als Laufsteg benutzen. Dann machen wir hier so eine kleine Wand rein, dass diese beiden Parts voneinander getrennt sind. So. An sich, ach ja, genau, wir müssen sowieso noch einen Block raus, allein aufgrund der ganzen Upgrades, die noch drankommen. Jetzt könnten wir eigentlich aus Platzgründen hier auf der untersten Ebene weitermachen. Jetzt habe ich keine Treppe mehr, ne? Die könnten wir gleich schon mal reinbauen, weil ich weiß eigentlich schon genau, dass da eine hinkommt. Nämlich da dran. Zack, läuft. Gut, jetzt bräuchten wir noch so ein bisschen Standfläche, da wir hier mit den Ionentriebwerken arbeiten und recht viel Energie mit den Raffinerien verbrauchen werden, werden wir hier einen dicken Generator hinsetzen. Also wirklich einen großen, inklusive einem großen Frachtcontainer. So zumindest der Plan. Das heißt, wir brauchen hier hinten dran noch eine ganze Menge Platz, um die ganzen Sachen überhaupt unterbringen zu können. So, ja, das wird nicht reichen, aber ihr wisst, worauf das hinausläuft. Und wir sehen schon, die Länge haben wir gleich, ne? Also das wird aufwendig, das Scheißding, aber egal. Witzig wird auch noch die Tatsache, wo wir dann die Düsen einbauen müssen. Also ich denke nicht, dass wir mit der Kiste einfach irgendwo ansetzen können an dem Asteroiden und dann einfach da durchbohren. Da müssen wir schon ein bisschen hin und her machen. Also wie gesagt, es ist schade, weil ich hätte wirklich gerne mehr Bohrer gehabt. Aber okay. Das scheint leider nicht zu gehen. Falls ich falsch liegen sollte, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Aber ich habe jetzt alles Mögliche getestet mit den Bohrköpfen. Es scheint einfach nicht zu funktionieren. Egal, wie man das anstellt, wie man es aufbaut, es gehen immer nur maximal drei. Aber ist auch nicht so schlimm. Das reicht uns eigentlich auch. Aber cool wär's. So, Reaktor groß. Ach du Kacke. Really? Ach komm. Bräuchten wir nicht nochmal so viel Platz für den dicken Frachtcontainer, ne? Weil, wie gesagt, einen großen möchte ich da schon reinbauen. Aber ist es nicht sinniger, wenn wir den Frachtcontainer zuerst bauen? Dann ist der nämlich dichter an den Raffinerien. Ich denke schon. Genau, großer Frachtcontainer. Und den setzen wir so hin, dass er vielleicht die Treppe nicht unbedingt blockiert. Machen wir das mal so. Dann haben wir hier vorne noch ein bisschen Platz für Sauerstoffgenerator-Gedöns. Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen nach hinten rausgehen, schätze ich mal. Könnte schon reichen für einen Generator, ne? Muss ja auch nicht so weit weg sein. Im Prinzip wäre es sogar schlau, wenn wir den so platzieren, dass der einen Anschluss, genau den hier, genau, auf Frachtcontainerhöhe hat. Dann kann er sich das Uran wunderbar da raussaugen und alles wird gut. Okay, als nächstes haben wir das Thema Sauerstoffgenerator und Sauerstofftank, genau. Upsala, so. Da wir gerade dabei sind, das einigermaßen symmetrisch zu bauen, baue ich mal hier einen hin und da einen hin. Und zum Thema Tanks können wir hier einen hinbauen und da einen hinbauen. Einfach, weil wir es können. So, dann hätten wir das nämlich auch. Also, wir haben Bohrer, wir haben Raffinerien, wir haben Generator, Frachtcontainer, Sauerstoff. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich denke, wir machen mal eine kleine Timelapse und dann schweißen wir den ganzen Krempel hier zusammen. Okay, dann viel Spaß.
So, wir haben es so gut wie geschafft, eben noch die Treppe fertig bauen. Ja, und das Gröbste haben wir im Prinzip fertig. Klar, jetzt kommt hier noch Uran rein, dann brauchen wir noch die ein oder anderen Batterien, aber dafür haben wir hier am Rand noch genügend Platz, beziehungsweise auch hier vorne. Also wenn wir mal sagen, wir würden hier oben drauf, nee, hier geht nicht, da müssen wir was verbinden. Aber hier neben zum Beispiel, wir hätten noch genügend Platz dafür. Und ja, ich denke mal, wir haben dafür diese Folge ganz schön was geschafft. Und ich würde sagen, wir machen da einfach beim nächsten Mal weiter, weil die Aufnahme geht ja schon 32, 33 Minuten. Ein paar Sachen werden ja rausgecuttet, plus eine kleine Timelapse. Ich denke, das ist eine ganz angenehme Folgenlänge dann. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!